Das geht. Ein ganz herzliches Willkommen an alle Zuschauer zu Hause. Wir sind hier zum Manifest der neuen Erde zu Punkt 3. Und zwar darf ich ganz herzlich begrüßen Katharina Roland natürlich wie immer und den Karl Gamper, den wir hier als Experten zu unserem Thema Wirtschafts- und Produktionskreisläufe eingeladen haben. Wir möchten euch diesen Punkt jetzt wirklich ausführlich vorstellen, um euch zu zeigen, wo kann die Reise hingehen mit unserer Wirtschaft, mit unseren Produktionen, mit unserer Nahrung, mit den Kreisläufen, mit allem, was dazugehört. Und aber auch praktische Tipps mitgeben, was könnt ihr jetzt hier, heute Nachmittag, wenn ihr möchtet, schon tun. Ganz viel Freude mit diesem Gespräch. Katharina, möchtest du vielleicht einleitend erklären, um was es sich bei diesem Punkt 3 ja zusammengefasst erstmal dreht, handelt und dann können wir darauf eingehen? Zusammengefasst geht es darum, wie beim ganzen Manifest, dass wir zurück oder nach vor gehen in ein Leben, wo wir in Harmonie mit der Erde leben, wo wir in Harmonie mit den Kreisläufen der Erde leben. Das passt zu dem Thema ja besonders gut, weil wenn wir auf die Erde schauen, wo wir Kreisläufe haben, wo eine Pflanze aus dem Samen austreibt, ein großer Baum wird, dann wieder Früchte trägt, die Früchte auf die Erde zurückfallen, dort wieder zu Humus werden, aus denen neue Früchte wachsen. Das ist etwas, woraus wir lernen können und wo wir uns dafür entscheiden können, dass wir eben nicht mehr einfach aus der Ressourcen, die Natur als Ressource betrachten, die wir ausbeuten können, sondern wo wir uns eben wieder als ein Teil der Natur erkennen und auch unsere Wirtschaftskreisläufe in einem Kreislauf funktionieren, wo es dann eben auch keinen Müll mehr gibt, wo es nichts gibt, was wir in irgendeiner Form als Sondermüll, wo wir nicht wissen, wohin wir das tun oder das irgendwo auf eine Deponie schmeißen und das für immer dort verrottet oder eben nicht verrottet, sondern Produktionskreisläufe, wo wir Dinge produzieren, die entweder, ich versuche es jetzt kurz zu fassen, weil eigentlich sind wir da schon mitten im Thema drinnen, wir haben uns da sehr inspirieren lassen von Michael Braungarts Cradle to Cradle, entweder in biologischen Kreisläufen funktionieren, wo ich Dinge wie zum Beispiel Shampoos oder Putzmittel, Hautcremen aus biologisch abbaubaren Stoffen herstelle, die ich aus der Natur, aus den Pflanzen gewinne. Und das, was dann aus der Dusche, aus der Waschmaschine, aus meinem Waschbecken oder aus dem Klo wieder in den Wasserkreislauf zurückfließt, etwas ist, was sogar nützlich sein kann. Also was ein Dünger sein kann und dann wieder in dem natürlichen Kreislauf zu der Pflanze wird, aus der ich wieder dieses Shampoo zum Beispiel herstelle. Und auf der anderen Seite gibt es technische Kreisläufe, so nennt er das, wo eben die einzelnen Nährstoffe, aus denen das Produkt hergestellt ist, auch nicht mehr separiert irgendwo weggeschmissen werden, sondern aus dem wird wieder ein neues Produkt hergestellt. Das heißt, ich habe einen Kreislauf, wo ich keine Ressourcen mehr, also natürlich am Anfang schon, aber wir haben ja so viel auf der Erde schon, dass wir in diesen Kreislauf einspielen können, wo dann aber nichts mehr ist, was dann einfach achtlos weggeschmissen wird, sondern alles wird wertgeschätzt, alles wird wiederverwendet und dadurch wird die Natur geschont. Das ist mein Lieblingspunkt und einer der wichtigsten Punkte für mich in dem Kapitel 3. Es geht dann auch noch um die Förderung natürlich von biologisch wirtschaftenden Betrieben. Was macht einen Betrieb aus? Was macht ein Miteinander aus? Da bin ich schon sehr neugierig. Ein Miteinander im Wir wirtschaften. Genau, das sind so die für mich wesentlichen Punkte. Vielen Dank. Karl, möchtest denn du deine Gedanken dazu mitteilen? Ja, sehr gerne. Zunächst einmal von meiner Seite ein herzliches Willkommen und ein Danke für die Einladung. Ich fühle mich berechtigt geehrt, in diesem Kreis so mit überlegen zu dürfen, was es bedeutet, in einem Wir zu sein und damit in einer Wirtschaft, wie du, Nina, so wunderschön eben gesagt hast. Denn der Gedanke des Kreislaufes an sich ist schon das aufregend Neue. Also zu verstehen, dass das Leben
an sich nicht unterbrochen ist, sondern dass das Leben ein ungeteiltes Ganzes ist, das in dialektischen Prozessen sich bewegt, wo eines das andere befruchtet, wo eines das andere nährt und wo eines das andere inspiriert und eines das andere antreibt und verändert dadurch. Das ist sozusagen die Grundidee einer neuen Wirtschaft, die kann nur basieren auf einem Grundverständnis in unserem eigenen Bewusstsein. Das heißt, wenn ich das nicht in meinem eigenen Bewusstsein kultivieren kann, wenn ich den Gedanken der Verbundenheit in mir nicht wirklich existenziell begreifen kann, dann ist es mir gänzlich unmöglich, eine neue Wirtschaft zu denken, weil mir dieser innere Teil fehlt, weil mir dieses innere Verständnis fehlt und ich in einem alten Paradigma noch wäre, wenn ich das wäre, nämlich in dem Paradigma der Getrenntheit. Doch wo bitte sollte denn Leben von Leben getrennt sein? Wo sollte denn Geist von Geist getrennt sein? Wo sollte denn der Atem vom Atem getrennt sein? Also alle diese Vorstellungen, die sind obsolet und völlig überholt. Und es ist so wunderschön, wenn wir da ansetzen können, wo die Veränderung tatsächlich beginnt. Denn das ist das Praktischste vom Praktischen. Wenn ich verstehe, dass jeder Blutstropfen den anderen Blutstropfen nährt und alles miteinander verbunden ist, dann kann ich ja verstehen, dass das andere, das grundsätzlich andere, immer ein Aspekt von mir selber ist. Und das wiederum bedeutet, in Zirkeln zu denken, das wieder bedeutet, in Kreisläufen zu denken. Und auf einer anderen Ebene bedeutet es auch, das Weibliche als das Prinzipielle zu verstehen. Also das Weibliche nicht jetzt als das Geschlechtliche zu verstehen, das ist ein Aspekt. Doch das andere ist das Weibliche als das Prinzipielle zu verstehen, als das Yin, wenn ihr so wollt. Das ist so dann als erster Impuls. Und den empfinde ich ergänzend zu dem Wunderbaren, was du gesagt hast, Katharina. Ja, das ist ganz wundervoll erklärt. Und so, wir wissen ja auch, dass die DNS mit allem verbunden ist, dass egal wie weit wir von einem DNS-Teilchen entfernt sind, es reagiert immer sofort in Jetztzeit auf alles. Oder nehmen wir das Beispiel Wasser. Wenn ich meinen Körper ungesund ernähre oder mit Chemikalien vergifte und so weiter, dann scheide ich das aus, es gelangt in den Kreislauf und andere trinken das wieder. Wir können nicht einfach nur für uns was machen und die anderen geht es nichts an. Und umgekehrt eben auch nicht. Und das hast du so schön gesagt, in Zirkeln denken. Es kommt immer alles zurück, nicht nur energetisch in Form von Gedanken, sondern eben auch im Stofflichen. Es landet alles wieder auch bei uns. Und wenn wir uns was Gutes tun, tun wir der ganzen Welt etwas Gutes und umgekehrt, ja. Das war, Karl, was du gesagt hast, dass diese Verbundenheit, im Grunde genommen geht es ja in allen unseren Gesprächen immer um die Verbundenheit, um das Ende der Trennung und des Trennungsdenkens. Was ich so bemerkt habe in meinem Leben, ist, dass je mehr ich mich mir selber verbunden fühle und der Natur verbunden fühle, mich als Natur erkenne, desto mehr Mitgefühl entwickle ich auch und desto weniger schaffe ich es dann einzukaufen. Also wenn ich mir in diesem Bewusstsein bin, dass meine Entscheidung, was ich einkaufe, einen Einfluss hat auf all die Produktionskreisläufe oder eben auch noch Nicht-Kreisläufe, auf alles, auf die im Endeffekt dann auf den Humus auch, auf alle Tiere, auf alle Pflanzen, auf alle beteiligten Menschen. Wenn ich da ein Mitgefühl entwickle, dann kann ich gar nicht mehr anders, als wirklich ganz bewusst, indem ich meine Hand ausstrecke und zu irgendetwas greife, zu spüren, was das auslöst oder dass es etwas auslöst. Und dann merke ich in mir, je stärker ich meine Sensibilität trainiert habe, oh, das tut mir eigentlich selber weh, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem zu einem Tier greifen würde, das unter grauenvollen Bedingungen großgezogen wurde oder ja, ich mag da jetzt gar nicht reingehen, weil das ist ein ganz,
ganz schlimmes Thema im Moment, und für mich so ein höchster Ausdruck der Trennung, wie wir unsere Tiere behandeln. Also wenn ich dieses Gefühl wieder entwickelt habe, auch für mich, für jede meiner Zellen, wenn ich mich mit meinen Zellen wieder verbunden fühle, mit meinen Mikroben, den Mikroorganismen in meinem Körper, jetzt ganz, also jetzt nicht nur auf spiritueller Ebene, sondern wirklich, wenn ich da eine Achtsamkeit entwickle und auch eine Liebe für meine Zellen entwickle, dann will ich erstens dieses, zum Beispiel, dieses Tierleid gar nicht mehr in mich aufnehmen und gleichzeitig kann ich das dem Tier nicht antun. Ich kann das den Böden nicht antun, auf denen mit Tonnen an Toxinen, das Futter für diese Tiere hergestellt wird. Ich will nicht, dass es herumgeflogen wird. Ich will nicht, dass es mit LKWs irgendwohin gefahren wird, um in Plastik verpackt zu werden. Das geht dann einfach nicht mehr. Und gleichzeitig wird so eine große Freude freigesetzt in mir, wenn ich dann beginne, eben nachhaltig einzukaufen oder vielleicht sogar selber anzubauen. Weil ich weiß, ich tue da was Gutes und ich tue es gleichzeitig auch meinen eigenen Zellen, meinem Körper. Weil wir sind Schwingung, wir sind Information. Ja, du bist dann einfach im Fluss. Also du spürst, das ist der richtige Weg. Das fühlt sich gut an. So will ich weitermachen. Das empfinde ich auch so. Kommen wir vielleicht auch zu solchen Dingen wie, wie könnten die Firmen anders arbeiten, die Produkte herstellen? Ja, also es geht ja jetzt nicht nur um Nahrungsmittel, um Kosmetika, sondern auch um alle anderen Produkte. Was ist mit Autos? Was ist mit Rasierern? Mit was auch immer? Was gibt es da für Lösungen, dass wir da auch in einen schönen Kreislauf hineinkommen, dass wir also nicht auf alles verzichten müssen, aber vielleicht in reduzierter Form und wertschätzend in einem Wertekreislauf eben auch sein können, in einem gesunden. Gibt es da praktische Tipps von eurer Seite? Ja, natürlich gibt es eine ganze Fülle von praktischen Tipps. In erster Linie ist es einfach so, wie wir jetzt schon herausgearbeitet haben. Es ist eine Frage des Bewusstseins und nichts anderes. Es ist in erster Linie eine Frage des Bewusstseins und eine Frage, können wir das Wort Konkurrenz auch neu zu verstehen? Denn das Wort Konkurrenz kommt ja von Konkurrere, also miteinander gehen, miteinander laufen, miteinander sich bewegen. Das ist der ursprüngliche Gedanke. Und sobald ich das verstanden habe als Mensch, begreife ich, dass es darum geht, einen Beitrag zu geben mit meiner Firma, mit meinem Unternehmen in diesem Kreislauf. Und ich glaube, dass einer der größten Fallen, in die wir da laufen, der ist des Zwangs. Das meine ich damit, dass wir sagen, ja, wir sind ja so eingebettet in Zwänge und das stimmt nicht wirklich. Denn wir alle können uns herausbewegen aus diesen Zwängen und wir alle können in einem Markt, der so groß ist und der so füllig ist, verstehen, dass wir als Menschen, und das ist höchst praktisch, miteinander frequenzspezifisch sind. Das heißt, wenn ich mich selber, deswegen ist es so wichtig, dass wir das für alle miteinander verstehen, wenn ich mich selber als lebendiger, durchgeistigter, beseelter Organismus verstehe, ausgestattet mit einem Leib, mit einem Körper, der die Fähigkeit hat, in das Metaphysische einzutauchen, der die Fähigkeit hat, als Antenne sozusagen in diesem Kosmos zu funktionieren, dann wird mir als Mensch unabdingbar klar, dass ich mit jeder meiner Handlungen einen Beitrag leiste und dann kommt automatisch, ich muss da gar nicht viel tun, der Gedanke des Kreislaufs in uns hoch. Und dann finden wir dadurch, dass wir intelligente Wesen sind, natürlich auch Mitspieler und selbstverständlich finden wir auch Kreisläufe. Das heißt, das grundsätzliche Problem oder der grundsätzliche Hebel an sich für eine neue Welt und für eine neue Erde, es ist das Verständnis, dass wir eingebettet sind in die Lebendigkeit. Wenn ich das nicht begreife, begreife ich nichts. Wenn ich verstehe, dass diese Erde ein Lebewesen ist, dann entsteht nolens volens einfach ein Gefühl auch des Mitgefühls mit diesem wunderbaren tellurischen Lebewesen wie dieser blauen Insel Terra Madre, auf der wir uns bewegen. Ich kann es so selber sehen. Wir leben hier da in Tirol, wunderschön, und mir
Ich kann das richtig fühlen, weißt du, wenn irgendjemand mit seinem Lastwagen bei uns auf die Wiese fährt und ich kann recht spüren, wie sich in mir alles verkrampft, weil mir das einfach schief tut. So ein Tiroler Wort, ich bedauere das einfach zutiefst, wenn jemand so achtlos auf die Wiese fährt und da mit seinem LKW seine Spuren einprägt. Und so ist es überall, so ist es mit unseren Haustieren und so ist es einfach mit allem, mit jedem. Es ist einfach eine Frage des Bewusstseins. Und das ist so praktisch, dann entwickelt sich wie von alleine. Wir müssen das nicht alles so kognitiv vorwegnehmen. Es entwickelt sich wie von alleine eine andere Wirtschaft. Wir kommen mit anderen Menschen in Kontakt, wir kommen mit anderen Firmen in Kontakt, wir kommen mit anderen Kunden in Kontakt, weil wir, und das ist das Wesentliche, dass wir verstehen, wir sind frequenzspezifisch. Alle Menschen sind untereinander frequenzspezifisch. Und das Ähnliche zieht das Ähnliche an. Das ist so ein Grundprinzip. Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir, wie praktisch das ist. Und wenn wir es nicht verstehen, dann ist uns das alles zu theoretisch und zu abgehoben. Und sobald wir es verstehen, kann ich begreifen, aha, es ist möglich. Und dann wird es selbstverständlich möglich, dass ich so denke, wie könnte denn ein Mehrwert, wie könnte denn ein Gewinn aus meiner Handlung für den anderen entstehen? Und das ist eine ganz andere Herangehensweise. Also wenn wir miteinander ein Geschäft machen und ich denke daran, wie kann ich denn den Gewinn für die wunderbare Katharina Roland erhöhen, dann ist das ja eine andere Herangehensweise, als wenn ich herangehe und sage, wie könnte ich dir denn das Gelbe vom Ei herauspressen? Und das spürt der andere. Wenn wir so herangehen, dass ich sage, wie könnten wir denn miteinander unsere Kräfte vereinen? Wie könnten wir miteinander unsere Intelligenzen vereinen? Und wie könnten wir begreifen, und verstehen, dass wir ohne dies auf der Ebene des Herzens miteinander verbunden sind, dann es wickelt sich heraus, völlig von alleine eine Synchronizität und damit eine synchrone Wirtschaft und damit natürlich auch eine Wirtschaft und damit natürlich auch ein Geldsystem, das auf Fülle aufbaut und nicht, wie es jetzt ist, auf Mangel und auf Defizit und letztendlich auf eine der niedrigsten Bewusstseinszustände, die wir überhaupt haben, das ist der Bewusstseinszustand von Schuld und Scham. Und unser Geldsystem, das wissen natürlich alle, die dazuhören, ist ein Schuldsystem. Ich lege einfach den Finger darauf, weil wir, wenn wir in das Neue gehen, und das ist ja der Fall, gerade jetzt, wir nehmen das ja Anfang März 2022 auf, gerade jetzt erkennen wir das Explosive der Zeit und das Radikale der Wandlung, die als Transformation in unserem Inneren beginnt und sich als Wandel im Außen zeigt. Das gilt zu verstehen, dass wir uns selber in unserem Inneren transformieren und ein Wandel entsteht außen. Und das ist eine neue Wirtschaft. Absolut. Also ich kann da voll mitgehen mit allem, was du sagst. Schon alleine dieses Beispiel, du kannst es nicht ertragen, wenn du siehst, es wird einem Tier etwas zuleide getan oder da fährt man über die Natur drüber und so weiter. Das war bei mir schon als Kind so. Ich konnte auch mal keinen Honig essen, weil ich so eine intensive Begegnung mit einer Biene hatte, schon als Kind, lauter solche Geschichten. Aber was mir dann immer gefehlt hat und auch heute noch teilweise tatsächlich fehlt, drum bohre ich noch mal nach, ist wirklich diese praktische Umsetzung. Also natürlich entwickeln wir uns jetzt alle gemeinsam. Aber jetzt ganz konkret, wie kann ich es vermeiden, dass wenn ich mir etwas Neues kaufe, ich brauche zum Beispiel ein neues Auto, mein altes Auto ist kaputt. Woher weiß ich, dass ich jetzt das Richtige tue? Wenn die anderen gerade in der heutigen Zeit ja noch auf Profit aus sind, gibt es denn tatsächlich schon jetzt zum Beispiel Autounternehmen, die im Kreislauf denken und produzieren? Ich wüsste keines. Was kann ich also tun? Ganz konkret. Bei meinen Einkäufen, ich meine, im Supermarkt ist es einfach. Da gehe ich einfach an die, oder ich gehe in Bioladen, nicht in den Supermarkt, oder ich gehe zum Bauer, ja, zum Demeter-Bauer. Das machen wir ja auch. Wir lassen uns die Dinge liefern oder holen sie dort ab. Und
Da ist es einfach, Plastik zu vermeiden und Chemie zu vermeiden, aber bei manchen Dingen eben auch nicht. Wo kriege ich ein unverpacktes Duschgel her, wenn ich nicht gerade jemanden im Dorf habe, der mir das produziert, oder wenn ich es nicht selber produzieren will, weil jeder hat ja auch andere Aufgaben und ist für etwas anderes da. Wo kriege ich einen Rasierer her, wo ich weiß, der ist gut hergestellt? Wo kriege ich ein neues Auto her? Egal was. Wie kommen wir praktisch in die nächste Ebene und können wir das vielleicht auch noch beschleunigen? Ja, es gibt etwas zu verstehen. Alle Unternehmen, alle, ob sie es wollen oder nicht, sind consumer-driven Unternehmen. Das heißt, der Konsument treibt das Unternehmen. Das ist A und O. Das also, ich muss nicht Betriebswirtschaft studiert haben, um das zu verstehen, dass alle Unternehmen letztendlich abhängig sind von ihren Kunden und dass infolgedessen die Kunden die tatsächlich starken sind. Das heißt, im Englischen wird das eben Consumer-Driven Company genannt. Jedes Unternehmen ist Consumer-getrieben. Und je differenzierter und oft auch je größer ein Unternehmen ist, desto deutlicher wird beobachtet, was kaufen die Kunden. Also beispielsweise, wenn ich jetzt einfach DM hernehme von dem Götz Werner, der das begründet hat und der jetzt eben vor kurzem verstorben ist. Was hat DM so groß gemacht? DM hat die radikale Beobachtung des Kaufverhaltens so groß gemacht, diese rigorose Hinwendung zum Kunden und die Einkaufspolitik und die Produktionspolitik wurde ausschließlich durch den Kunden gestaltet. Das ist das eine, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass zum Beispiel, jetzt nehme ich einfach einmal, weil wir in praktischen Beispielen denken wollen, wenn ich jetzt DM hernehme, so war es natürlich auch der großartige Gedanke von dem Götz Werner, mitzuteilen, mitzuspielen und einen Beitrag zu geben für das Menschliche und damit auch für den Kreislauf. Das heißt, der Götz Werner hat selber als Anthroposoph begriffen, wie wichtig eben diese Zusammenhänge sind und hat infolgedessen alle jene Firmen und alle jene Produzenten forciert in seiner Handelskette, die eben in diese Richtung produziert haben. Das heißt, er hat den Gedanken von Demeter unterstützt. Er hat den Gedanken beispielsweise von allen Betrieben unterstützt, die in diese Richtung gedacht haben. Und er hat mit seiner Hinwendung zum Markt, denn der Vertrieb, das müssen wir wissen, ist das A und O. Wer den Vertrieb hat, der hat die Macht. Wer den Vertrieb nicht hat, der hat auch nicht die Macht. Das heißt, der Vertrieb ist der Machtfaktor. Und wenn das der Götz Werner verstanden hat und seine Firma so aufgebaut hat und seinen Slogan so gewählt hat, hier kaufe ich ein, hier bin ich Mensch, weil er das Menschliche für sich zutiefst verstanden hat, dann wirkt sich das aus. Und das ist eine praktische Antwort. Verstehst du? Sobald wir verstehen würden, dass wir im Autobereich jene Unternehmen unterstützen, die für sich etwas beitragen, um möglichst die Abfallprodukte gering zu halten, um möglichst das Auto in einen Kreislauf zu bringen. In dem Moment beginnt sich der Markt langsam, doch verlässlich und stetig zu drehen. Das ist das ganze A und O. Deswegen stimmt das und ich unterstütze das sehr und ich begrüße das außerordentlich, dass du, liebe Katharina, gleich zu Anfang darauf hingewiesen hast, es geht mit uns. Du hast als erstes gesagt, es ist mein Einkaufsverhalten und dieses eine Einkaufsverhalten, das ist die Abstimmung am Markt, das ist die Abstimmung in dem Beispiel, wir gehen heute Nachmittag einkaufen und da entscheiden wir mit. Und das macht's aus. Jeder Unternehmer, der kann gar nicht anders, als sich mitzudrehen, wenn seine Produkte nicht gekauft werden. So ist es. Wenn seine Produkte nicht gekauft werden, weil sie so einen enormen Ressourcenverbrauch verursachen, dann wird er das nicht tun. Ob er das will oder nicht, verstehst du? Es ist einfach eine Frage, und darin liegt letztendlich unsere Macht. Das ist halt schwieriger zu verstehen, denn der Einzelne könnte leicht in die Illusion der Getrenntheit fallen und denken, er macht nicht. Es hat keine Auswirkung. Doch alles, was wir tun, hat Auswirkungen auf alles. Das ist einfach, ich möchte das einmal hereinbringen, das ist auch ein uraltes taoistisches Prinzip. Die alten Taoisten wussten, dass
vor Tausenden von Jahren. Und auch die alten Griechen wussten das. Das ist einfach ein Beispiel, das tief verankert ist in unserer sozialen DNA. Ich denke, das Karl, was du jetzt gerade sagst, dass wir uns wieder zurückerobern, auch das Bewusstsein unserer Wirkkraft, dass unsere Gedanken, also auch unsere Gedanken, die Bilder, die wir in unserem Kopf entwickeln, dass die eine Wirkkraft haben, nicht nur dadurch, dass sie umgesetzt werden durch uns oder dass wir sagen, die Bilder, die ich im Kopf habe, das ist das, was ich mir dann kaufe, das ist das, was ich will, weil damit arbeitet die Werbung, damit arbeiten die Medien, dass sie uns quasi Bilder einflößen, wo wir dann glauben, das ist so, das gehört so, ich mache das jetzt so. Und gleichzeitig damit, wie ich so gerne sage, die Matrix aufrechterhalten, weil wir werden hängen wie am Tropf der Matrix und sehen dann nur das, was uns quasi via Medien oder Schulmedien einprogrammiert wurde, dass wir uns das wieder zurückerobern und uns dessen bewusst werden, dass wir eine Wirkmacht haben. Weil ich zum Beispiel hatte bis vor kurzem das Gefühl der Ohnmacht, wenn ich nur an Steuern gedacht habe oder wenn ich versucht habe, unser Finanzsystem zu verstehen, hat sich in mir ein Gefühl der Ohnmacht breit gemacht und dann irgendwann mal der Verdacht, dass das vielleicht ja bewusst so kompliziert und komplex dargestellt wurde oder auch aufgezogen wurde, dass wir gar nicht das Gefühl haben, wir haben da Macht. Haben wir aber, und das ist das, was ich jetzt so sehe in diesem Transformationsprozess, dass wir wieder erwachen zu diesem Bewusstsein und diese Macht dann auch ganz bewusst an uns nehmen und ganz bewusst auch steuern, Entscheidungen treffen, was wir ins Feld hinaus strahlen, was wir für Gedanken ins Feld strahlen, was wir denken wollen. Das ist ja auch so am Anfang irgendwie des Bewusstwerdungsprozesses, kommt ja irgendwann ein Moment, wo ich sage so, wow, ich bin ja gar nicht das, was ich denke. Und woher kommt dieser Gedanke eigentlich, den ich denke? Und wenn ich dann bewusst nachforsche und drauf komme, oh mein Gott, 90% kommt aus dem Fernsehen oder aus der Zeitschrift oder aus dem Roman oder aus dem Spielfilm, den ich mir angeschaut habe oder den ich gelesen habe. Wow, das ist ja schon mal ein riesengroßer Erkenntnisprozess. Und das dann diese Verantwortung wieder zu mir zurücknehmen und sag, ich kann mich auch in jedem Moment entscheiden, was ich denke. Ich kann mich in jedem Moment entscheiden, was ich fühle, weil ja jeder Gedanke ein Gefühl auslöst. Und ich kann mich in jedem Moment entscheiden, ob ich dem Programm folge, das mir sagt, kauf das, greif das, du musst so aussehen, du musst das essen, du musst das anziehen, du musst das Auto fahren, oder ob ich vielleicht einen ganz anderen Impuls habe, weil das, was ich ursprünglich bin, das gar nicht braucht. Dass ich das, was ich ursprünglich bin, dieses unendliche, lichtvolle, liebende, göttliche Sein, dass das vielleicht gar nicht diese Dinge braucht, um sich vollständig zu fühlen. Das braucht in Wahrheit nämlich gar nichts, um sich vollständig zu fühlen. Und ganz viel wurde uns aber an Mangelbewusstsein durch die Industrie mit dem Werkzeug oder der Waffe Medien und Werbung. Und ich habe eben 20 Jahre habe ich ja Werberegie gemacht. Also ich habe mich recht intensiv damit auseinandergesetzt, auch wie man Menschen dahin manipulieren kann, damit sie etwas kaufen, was sie vorher gar nicht, wo sie gar nicht gewusst haben, dass sie das eigentlich brauchen. Und es ist erschreckend simpel, wie es funktioniert. Ich denke mir, dass das, was wir uns wünschen als menschliche Wesen, also als dieses göttliche Wesen in diesem Raumanzug, Körper mit dem Verstand ausgestattet, den wir verwenden können als Werkzeug, ist uns wieder eins zu fühlen, ist glücklich zu sein, zu lieben. Und da ist dann das Erstaunliche, und das hat mich so berührt, Karl, was du vorher gesagt hast, wenn du etwas erzeugst oder mir das Gefühl gibst, wenn wir in eine wirtschaftliche Beziehung treten, dass du mir etwas Gutes tun willst. Vielleicht würde mir das dann schon reichen, vielleicht brauche ich dein Produkt dann auch gar nicht mehr. Aber vielleicht hast du ja mittlerweile auch eine Position dir entschieden, dass du gar nicht mehr arbeitest für Geld, sondern dass du arbeitest, weil du Produkte herstellst. Und das weiß ich von dir, Karl, und von der Schwala. Ihr macht einfach. Produziert Dinge, die Freude machen, die euch prima, denke ich mal, Freude machen. Ja, Ich so denke ist mir, dorthin sollte die Wirtschaft auch gehen, dass jeder dort Dinge produziert oder Dienstleistungen zur Verfügung stellt,
die ihm selber Freude machen und anderen Freude machen. Karl. Ja, ich kann mich gut erinnern, vor einiger Zeit wurde ich eingeladen von der Uni in Berlin, um dort zu sprechen. Und dieser Professor, der war so verblüfft, als ich sagte, schaut, es geht nicht darum, dass wir unsere Überlegungen damit beginnen, wie kann ich denn dem anderen möglichst viel, wie soll ich sagen, auch an Nutzen bieten. Das hat sie total verblüfft, ne? Weil diese Nutzenorientierung ist ja das Erste, was wir in unseren Studien, also in der Betriebswirtschaftslehre lernen. Also nütze den Nutzen und produziere in diese Richtung. Und es ist etwas völlig anderes. Und das habe ich auch gesagt, wenn ich verstehe, es geht ja um mich. Und wenn ich mich frage, was würde denn mir die allergrößte Freude bereiten? Was bereitet denn mir Freude? Und was bedeutet es, wenn ich die Fähigkeiten, die mir mitgegeben wurden auf diese Reise des Lebens, wenn ich diese Fähigkeiten kultiviere und übe und ausdrücke und aus dem heraus einen Beitrag gestalte, der befeuert ist und befruchtet ist von der eigenen Quelle der Freude, der getragen ist vom eigenen Kraftfeld der in mir innewohnenden Liebe. Und wenn ich mit dem nach außen gehe, so entsteht nolens volens. Es geht gar nicht anders. Eine Produktpalette, die das transportiert. Und dann sind die Produkte, da brauchen wir überhaupt gar nicht drüber reden, dann sind die Produkte durchdrungen vom Gedanken der Nachhaltigkeit. Dann sind die Produkte durchdrungen von der Überlegung, wie können sie denn auch dem anderen eine Freude bereiten? Wie können sie denn in all dem auch eine Note sein im Konzert der Schönheit, sodass die Produkte auch schön sind? Wie kann denn ein Produkt dann so gestaltet sein, dass es einen Nutzen bietet für den anderen? Ich werde dann mir doch keine Freude machen können, wenn ich etwas produziere, was der andere in dem Moment, wo er es kauft, gleich kaputt geht. Das heißt also, alle diese Dinge, die sind dann hintangestellt. Wenn ich aber diesen Bewusstseinszustand in mir nicht habe, dann falle ich in die Unsäglichkeit, einen Nutzen bieten zu wollen, den anderen manipulieren zu wollen und begreife nicht, wie sehr ich mir damit selber schade, weil ich möchte den Satz noch einmal wiederholen: Leben ist an keiner Stelle von Leben getrennt. Die Natur da draußen ist ein Spiegelbild meiner eigenen inneren Natur. Das Leben an sich ist ein Spiegel meiner eigenen inneren Landschaft. Und die Welt da draußen ist nichts anderes als ein Spiegel unserer gesamten kollektiven inneren Landschaften von 8, Milliarden, 8,5 oder was der Himmel Milliarden Menschen, die es derzeit gibt. Wenn wir das einmal verstehen, wenn wir begreifen, dass eine der unsäglichsten Abzweigungen in eine falsche Richtung damals begonnen hat, als 1441 dieser, wie heißt er denn gleich, Cogito ergo sum, mir fällt jetzt gerade da nicht ein, wie heißt er denn wir kennen ihn ja alle, es ist ja wunderbar gewesen, weißt du, das war ein Aufschrei, als der gesagt hat, Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, was für ein Nonsens, mein eigenes unendliches, göttliches Sein auf diesen einen Gedanken zu reduzieren. Und es gibt mir zu denken, dass das über Jahrhunderte unwidersprochen blieb. Und selbst heute noch sagen Menschen, mein Gott, ich denke, also bin ich, das scheint so irgendwie der Weisheit letzter Schluss zu sein. In Wirklichkeit ist es eine Krönung an Unverständnis und letztendlich auch an Unreife. Das heißt, wenn wir verstehen, dass wir die Treiber dieser Evolution sind, dass wir die Agenten dieses Neuen sind und dass das bei uns beginnt, dann habe ich sozusagen den archimedischen Punkt getroffen, nämlich den Punkt, wo ich meine Welt aufhängen kann an einem stabilen Punkt. Und dieser ist in mir, in meinem Bewusstsein, in meinem Verständnis. Und aus dem heraus kreiert sich wirklich wie von alleine eine neue Wirtschaft, ein neues Miteinander. Wir brauchen nur in unser eigenes Leben schauen. Wenn ich in mir offen bin und in der Tiefe verstehe, was ich mir selber antue, das tue ich dem anderen an. Wenn ich in der Tiefe begreife,
Ich muss nicht alles glauben, was ich denke und verstehe, dass ich der Schöpfer meiner Gedanken bin, dass ich der König und der Dirigent bin meiner Gefühle. Wenn ich das einmal begriffen habe, weil ich es erlebe und weil ich es lebe, dann entsteht eben diese Wirtschaft. Und ich bin so ein bisschen angestachelt, weil wir immer wieder in die Falle tappen. Ja, ist denn das praktisch? Ja, es ist enorm praktisch. Alles andere ist das Unpraktische. Alles andere sind Theoreme. Alles andere sind Theorien letztendlich auch. Wenn ich nicht begreife, wenn ich das in mir selber nicht als Referenzpunkt, als lebendigen Referenzpunkt habe, dann entsteht unmöglich eine neue Wirtschaft. Wenn ich das als Referenzpunkt in mir habe, dann entsteht, es kann gar nichts anderes sein als eine Wirtschaft, die in Kreisläufen denkt, die in Überlegungen denkt, die sich fragt, kann denn der andere ebenfalls überleben, wenn mit dem Preis, den wir anbieten und so weiter und so weiter. Das heißt, das Mitdenken in den anderen hinein ist fördernd und es ist nicht gierig und nehmend. Und das ist der große Unterschied. Und das spüren die Menschen. Wir sehen das ja, wir haben wirklich eine kleine Firma und trotzdem eine feine Firma. Und wir halten uns wirklich überaus gut, weil die Menschen das kriegen. Die Menschen kriegen mit die Sorgfalt, die Liebe im Detail. Und das spüren sie, weil wir miteinander frequenzspezifisch sind. So einfach ist es. Das ist ganz toll ausgeführt. Also wenn ich mit Teki nach Firmen schauen soll, ja, wenn mich jemand beauftragt, guck mal, warum meine Firma nicht läuft oder was da besser sein soll. Ich schaue mir als allererstes an, was produzierst du und mit welcher Motivation tust du es. Ja. Dann kommen natürlich noch weitere Dinge ins Spiel. Ja, wie interagiere ich mit anderen Menschen? Wie ist mein Team aufgebaut? Sind wir füreinander oder gegeneinander und so weiter? Ja, da gibt es ja viele, viele Abstufungen. Aber das Wichtigste ist erstmal, was tue ich da und mit welcher Motivation? Und ich frage die Menschen dann auch, dient das, was du da tust, der Welt? In irgendeinem Sinn dient es der Welt. Überleg dir mal, wie du der Welt denn dienen kannst. Ja, weil jeder von uns hat ja irgendeine Aufgabe hierher mitgebracht. Etwas, was er hier verwirklichen möchte, was er rausbringen möchte in diese Welt. Ein Seelenplan, wenn wir so wollen. Und der ist doch gar nicht verwirklicht, wenn ich meine Schöpferkraft, meine in mir wohnende Schöpferkraft missbrauchen lasse durch Bilder und Ziele, die mir von anderen eingegeben werden. Und das ist, habt ihr toll auch zusammengefasst, jetzt auch du, Katharina, mit dadurch wird die Matrix aufrechterhalten. Ich sage immer, dadurch wird unsere Schöpferkraft missbraucht und natürlich in Bahnen gelenkt, dass alles immer so weiterläuft, wie es bisher war. Und wir sind aber diejenigen, die schöpfen. Wenn wir entscheiden, dass wir so nicht mehr wollen, dass wir jetzt etwas Neues wollen und wenn wir da unsere Energie ganz konkret reingeben, dann nähren wir diese Felder und dann kann auch alles sehr, sehr schnell gehen, weil das ist das, worauf ich vorhin noch so immer raus wollte und nachgebohrt habe. Muss es denn lange gehen? Wenn wir das so hören, weißt du, erstmal sind wir frequenzspezifisch und dann gibt es eine andere Nachfrage und irgendwann ändern die Firmen ihr Verhalten. Wenn ich das am Beispiel VW jetzt zum Beispiel mir vorstelle, dann würde das ewig dauern, bis sich da etwas verändert, wenn ich mit dem normalen Verstand rangehe, mit dem normalen Ego. Ich weiß aber, dass die Realität sich ganz anders gestaltet und ganz anders aufbaut und dass wir manchmal schlagartig so einen Sprung in eine neue Realität machen, nicht nur einzeln, sondern auch als Kollektiv, dass wir kaum glauben können, dass es mal anders gewesen ist. Und ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig hier reinzugeben. Alles ist möglich und es muss auch gar nicht lange dauern. Es kann ganz schnell gehen. Du kannst dich ganz schnell in einer neuen Realität wiederfinden, die viel besser zu dir passt, die viel größer, zusammenhängend, liebevoller ist als das, was du bisher kennst. Aber du musst es wählen. Du musst es sein. Ja, und es gilt zu verstehen, dass Evolution in Sprüngen basiert. Ja. Evolution basiert in Sprüngen. Schaut, ich hätte mir niemals gedacht, als ich dereinst als Fisch an Land gekrochen bin
und der einst als Löwe durch die Savanne gesprungen bin und gerannt bin und der einst als Adler durch die Lüfte flog, dass ich jetzt ein Gespräch führe mit euch zwei wunderbaren Frauen und den Menschen, die da zuhören. Evolution geschieht in Sprüngen. Auch. Ne? Evolution geschieht langsam und Evolution geschieht in Sprüngen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir begreifen, wir sind die Agenten dieser Evolution, wir sind die Treiber dieser Evolution. Und damit würde ich gerne zu euch wieder zurückgeben. Danke für dieses kleine Zwischenspiel. Es gilt zu verstehen, es gilt zu verstehen, Evolution basiert in Sprüngen. Der Fisch hat sich nicht gedacht, dass er dereinst als Adler leben kann. Das ist in einem linear denkenden Menschen auch nicht angelegt. Sobald wir aber verstehen, wir können jederzeit eine andere Ebene in uns lebendig werden lassen, wir können jederzeit den Gott in uns anklingen lassen, dann begreifen wir, dass wir uns inkarniert haben in diese Wendezeit. Und dass wir gewählt haben auf einer anderen Ebene, dass wenn wir herunterkommen und hier unser Spiel spielen, dass wir einander erkennen und dass wir da unseren Beitrag geben und dass wir das tun, so gut wie wir können. Und dass wir alle, wie du vorhin gesagt hast, diese Geschenke mitgenommen haben, die die Alten nannten, dass unsere Meriten, die wir mitgenommen haben, also unsere Fähigkeit, die wir mitgenommen haben, und es gilt, in einem reifen Leben seine Fähigkeiten mehr und mehr auch zu entfalten und auszudrücken und zu leben. Und in all dem ist es außerordentlich, ist das, was da gesagt wird, außerordentlich praktisch. Außerordentlich praktisch. Und es beginnt mit der Abstimmung am Markt. Welche Produkte kaufen wir? Und das dreht die Geschichte. Und dass Ja. wir verstehen, wir sind machtvoll, wir sind außerordentlich machtvoll. Dieses Gespräch ist außerordentlich machtvoll, weil wir über Schwingungen miteinander verbunden sind. Ja, wunderschön. Und was ich noch sagen möchte, ich finde, wir dürfen es auch nie unterschätzen, wie sehr wir auch anderen helfen können, auch ihre Meriten, wie du sagst, das Wort kannte ich noch gar nicht. Zu entwickeln, auszuleben, hier in diese Welt zu bringen. Ich denke jetzt gerade nur an einen Menschen, aber es gab schon ganz viele ähnliche Geschichten. Es war jemand, mit dem ich mich einfach mal länger unterhalten habe. Also das war nicht mal eine Einzelsitzung, das war einfach ein Gespräch. Und den habe ich Jahre später wieder getroffen. Und da hat er gesagt, weißt du, du hast mein Leben verändert damals. Was? Wieso? Ja, ich habe da so geklagt über meine Finanzen und meinen Job und diese Beziehung und dass ich mich aber nicht trennen kann, weil ich ja mein Haus noch abzahlen muss und so weiter. Und du hast mich ganz lange angeguckt und hast mich nur gefragt, bist du dafür hier? Und es hat in ihm alles auf den Kopf gestellt, ja? Also wir dürfen nicht unterschätzen, wenn wir etwas vorleben oder wenn wir gezielt eine Frage stellen, die praktisch alle Ego-Strukturen umgeht und mitten ins Herz trifft. Denn jede Seele will sich ja eigentlich hier ausdrücken. Und wenn sie das noch nicht tut, dann triffst du jemanden mit so einer Frage mitten ins Herz. Ja? Und wenn wir das tun, auch bei anderen, ohne sie zu bedrängen, aber manchmal ist es so ein kleiner Schubs, so ein Fragezeichen, das jemand mit sich rumträgt dann und sich selber beginnt, die richtigen Fragen zu stellen, über die Welt anders nachzudenken. Ich glaube, wir dürfen uns auch hier trauen, noch ein bisschen mehr in die Welt zu gehen mit dieser. Also, Karl, bin beeindruckt von deiner Weisheit und deiner Wortwahl, wie schön du das alles jetzt auch erklärt hast. Ganz, ganz großes Kino. Vielen Dank an euch beide. Dankeschön. Möchtet ihr denn abschließend noch etwas sagen? Katharina, sind für dich alle wichtigen Punkte angesprochen worden zum Punkt 3? Wir haben alle Punkte angesprochen, weil es natürlich auch den Einfluss auf ein Geldsystem, das sich natürlich ganz anders gestalten wird, ein anderes Wertesystem haben wir gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, ganz kurz, dass die Dinge natürlich so hergestellt werden, dass sie lange halten. Und vor allem, dass wir aus einer anderen, ganz anderen Intention heraus Dinge herstellen und geben. Das ist mir so,
so wichtig. Und es war jetzt gerade auch noch ein Punkt, der jetzt gerade, ja, weil du gesagt hast, ich bin dir so dankbar, wollte ich jetzt gerade noch ausdrücken für diesen Satz oder für diese Frage, bist du dafür da? Weil ich gerade so spüre in dem Feld aller Menschen, die uns zuhören werden, dass es da bei manchen ein Glöckchen zu läuten anfängt. Und man so sich gleichzeitig auch, da möchte ich noch etwas dazu geben, was mir so geholfen hat, ist draufzukommen, dass das, wofür ich da bin, in eine Resonanz, in der Freude geht. Das habe ich Unbedingt. mit so vielen Leuten erfahren dürfen, die ihre Aufgabe, wobei Aufgabe ist kein so schönes Wort, Karl, du bist jetzt gerade im Moment, du hast ja ein Buch geschrieben gerade, vielleicht wollen wir über das noch ganz kurz sprechen, das sich mit der Wahl unserer Worte und der Magie der Worte oder der Kraft der Worte beschäftigt. Und ich übergebe da dann gleich an dich. Was ich sagen wollte, ist, dass es Freude macht. Also, wenn ich mich frage, ja, okay, jetzt weiß ich, wofür ich nicht hier bin, aber wofür bin ich eigentlich da? Dass man da zum Beispiel auch das Manifest der neuen Erde nutzen kann, weil ich habe das von mehreren Leuten schon gehört, dass sie beim Hören und beim Aufsteigen lassen der Bilder, die durch das Manifest der neuen Erde, durch das ja alle Kapitel des Lebens umfasst, etwas in ihnen zu schwingen begonnen hat. Und ich sage so gerne auch, welche Bilder sind besonders bunt? Was kannst du riechen, schmecken? Wo möchtest du gleich hineinspringen? Dass das als Hilfe hergenommen werden kann, auch um den Bereich zu finden, in dem ich wirken möchte, wo mein Herz sagt, ja, da bin ich in Freude, wenn ich mir das vorstelle, dass ich dort wirke und wenn ich dann diese Bilder in mir größer werden lasse. Und diesen Möglichkeitsraum öffnen, und das ist immer eine Entscheidung, und in diese Frequenz gehe damit, dann ziehe ich das automatisch an. Keine Frage. Also, das kann ich aus meinem Leben einfach nur bezeugen, dass das passiert. Dass dann automatisch die richtigen Leute zu mir kommen, ich höre von den richtigen Projekten, ich werde aufmerksam auf die richtigen, auf die mit mir in Harmonie seienden, mit meiner neuen Frequenz in Harmonie schwingenden Projekte und Menschen, und das geht dann ganz schnell. Ja, so ist es. Und weil du gesagt hast, dieses Wort, das ich euch gerne noch so zum Schluss hinhalten will, das heißt Human. Denn Human, so nannten uns die alten Seher, die alten Wüstenväter, die den Ursprung unserer Sprache mitgestaltet haben und die mit den Worten, was ja selbstverständlich ist, natürlich ein Symbol dafür gesagt haben, was sie damit sagen wollen. Das heißt, das Wort war ursprünglich ein Symbol dessen, was es ja noch heute noch ist, mit dem, was damit ausgedrückt wurde. Ne? Und die Alten nannten uns Human. Wir sind humane Wesen. Und das wiederum bedeutet, aus dem Sanskrit, das ist eine der heiligen Ursprachen der Menschheit, kommt dieses Wort. Und Hu bedeutet Licht und Man bedeutet Wesen. Das heißt, wir sind Human, Hu Licht, wir sind Man, das Wesen. Und es war der gute Fritz Albert Popper, der erkannte, dass in unseren Zellen Licht ist. Und so wissen wir, wir sind Lichtwesen. Und von dem aus stimmt auch die Erzählung nicht, dass wir da vom Affen abstammen oder von wem auch immer, sondern wir sind humane Wesen. Und ein Gnadenaspekt unserer Zeit ist, dass wir das Göttliche in uns erkennen und dass wir verstehen, wir stehen an dieser Weggabelung, an dieser Bifurkation, an dieser Bifurcation im Englischen, an dieser Weggabelung stehen wir. Die einen wollen die Weiterentwicklung des Menschen über Biochips und über eine synthetische Biologie und bewegen sich hinein in einen Transhumanismus und die andere Bewegung und dazu rechne ich jetzt uns drei auf jeden Fall und wohl auch viele, die da zuhören, die verstehen, die Bewegung in mehr Menschsein ist eine Bewegung, die nach innen geht und aus innen heraus blüht Leben. Das Leben wächst vom Kleinen ins Große, vom Samen zum Baum und daher sind wir diejenigen, wie die Hopis sagen, auf die wir gewartet haben. Wir sind das Zünglein an der Waage und die große, erfreuliche Botschaft lautet,
Die Qualität der Zeit ist mit uns. Wir haben uns hineininkarniert in diese große Wendezeit, wo wir das Kali-Yuga, das Yuga des Lugs und des Betrugs hinten lassen und wo ein Yuga entsteht, das der Satya-Yuga genannt wird, die goldene Zeit. Und wir sind genau an dieser Schwelle. Und je mehr wir sind, je mehr wir beitragen, desto mehr geschieht das, was ohne dies geschieht. Es geschieht ohne dies. Doch die gute Nachricht lautet, es geschieht, weil es durch uns geschieht. Und genau das ist im Grunde genommen Magie. Magie bedeutet zu verstehen, ich bin dieser hohle Bambus, durch den das Neue sich ausdrückt, weil ich diese Flöte bin und weil ich dieses Lied im kosmischen Konzert singe. So ist es. Und so entsteht eine neue Wirtschaft. Gell? Das ist recht einfach. Da handelt übrigens mein Buch Involution ganz, ganz ausführlich davon, von all diesen Prozessen, von der Entstehungsgeschichte, von den letzten 12.000 Jahren und so weiter und wo wir jetzt gerade sind und was wir einzeln tun können. Also ganz, ganz wichtig, das auch noch einzubetten in alles, weil darin sind wir eingebettet, darum geht es. Und wie du schön sagst, es geschieht sowieso. Und wir sind dabei. Wir dürfen es umsetzen. Wir dürfen uns einfach nur. Ja, ich spreche immer von dem Surfer, der einfach die Welle reitet, egal wie sie kommt. Du kannst es nicht mit dem Verstand machen. Du kannst nicht wissen, wie groß ist die nächste. Kommt sie mehr von links oder mehr von rechts? Wo wird sie mich hintreiben? Du musst sie richtig nehmen. Du musst auf deine eigene Fähigkeit vertrauen, dass du im richtigen Moment das Richtige tun wirst. Auch wenn du es jetzt noch gar nicht weißt, ja, und das wohnt uns allen inne und wir alle haben das mitgebracht, wenn wir in diese Zeit geboren sind. Wunderschön. Also Karl, ich möchte noch auf dein Buch hinweisen. Magst du es kurz vielleicht reinhalten, dein Ja, gerne, gerne, gerne. Cover? Wann kommt es denn raus? Jetzt im Zusammen, zusammen Zusammen sind wir genial. genial. Geheimnisse einer erfolgreichen Kommunikation für ein neues Wir. Und wir steuern, indem wir mitfließen. So ist es. Wir surfen, indem wir surfen. Und Yoga wird durch Yoga erkannt und das Neue wird erkannt, weil das Neue in uns blüht und lebendig ist und seine Sprossen treibt und seine Blüten in den Frühling des Lebens und damit auch in den Frühling einer neuen Geschichte in der Menschheit. Und aus dem entsteht eine neue Wirtschaft. Und natürlich alle Belange unseres sozialen Miteinanders organisieren und orchestrieren sich dadurch neu. So simpel ist das. Und es ist ein Sprung. Es wird ein Sprung sein. Es wird ein Sprung sein, so wie soll ich sagen, eines der gefräßigsten der Tiere der Menschheit ist die Raupe. Und die kann sich nicht vorstellen, als Schmetterling durch die Lüfte zu fliegen. Die kriechende Raupe, die das 300-fache ihres Körpergewichts frisst täglich, der kann sich nicht vorstellen, eines nahen Tages als Schmetterling mit zwei wunderbaren Frauen ein Gespräch zu führen, das ein Dialog ist, der inspiriert und der uns weiterbringt in ein neues Wir und das ein Beitrag ist im Konzert der Evolution, deren Treiber und Agenten wir sind. Schön gesagt. Dankeschön. Wir Ich werden alles. danke, dass ich mit euch fliegen darf. Ja. Wir fliegen miteinander. Das ist die Schwarmintelligenz, die uns weiterbringt. Ja. Ich danke von Herzen, dass ich hier bei euch sein darf und danke allen, die zuhören und danke für die Einladung, ihr Wunderbaren. Dankeschön. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei euch beiden. Wundervolles Gespräch, nehme ich auch ganz viel wieder mit. Und wir werden natürlich alles verlinken, eure Homepages wie immer und die Bücher, die wir angesprochen hatten. Und wenn ich noch kurz einwerfen darf, weil wir es vom Seelenplan hatten, ich habe ein ganz, ganz schönes Video zu einem Kongress, Ruf des Herzens, hieß er, glaube ich, gemacht. Das kommt jetzt auf meinem Kanal am Wochenende.
Hier bei Tiki findet ihr es. Und da geht es genau um das, woher weiß ich eigentlich, wofür ich da bin? Wie erkenne ich, was meine Seele will, was ich mitgebracht habe? Folge deiner Freude ist mein Satz immer dazu. Aber auch das muss erstmal irgendwo getrennt werden. Manche Menschen spüren schon gar nicht mehr genau, was macht mir wirklich Freude und was befriedigt eigentlich nur gerade kurz etwas, wovon ich dachte, dass ich es brauche. Und das schließt auch wieder den Kreis zu unserem Gespräch. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, zu Hause und hier. Und ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Auch von meiner Seite ein ganz großes Danke. Danke, Sandra, für diese ganze Reihe, diese wunderbaren Gespräche. Und Karl, es war mir wieder ein großes Vergnügen, dir zuzuhören und dich zu spüren. Danke und danke an alle, die mit uns sind. Und wir fliegen, wir entpuppen, wir breiten unsere Flügel aus. Und wir sind das Satya Yuga. Dankeschön. Tschüss.